Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 2. Und im letzten Video haben wir ja Interessantes in dem Dorfgarten, in unserem Dorf, herausgefunden. Ja, die haben den Drachen gesprengt und Patty, die Diebin, die wir ja schon sehr früh kennengelernt hatten, ja, soll sich wohl auskennen mit dem Drachen. Hulk hieß der Typ, der uns das ja sagte. Und jetzt dürfen wir uns aufmachen, um Patty zu holen. Warum Patty? Das frage ich mich immer noch, naja. Ich frage mich echt, warum ausgerechnet Patty? Warum eine Diebin sich mit Drachen auskennen soll? Leute, das geht mir echt nicht aus dem Kopf. War es hier nicht Tigers Hütte? Ich lande hier mal. Ich meine, das war hier. So, wir sind gelandet. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Ich kümmere mich um ihn. Ich lese mal den falschen Text vor. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Ich kümmere mich um ihn und halte hier alles in Schuss. Okay, bis gleich. Oder bis später, oder je nachdem, wie schnell das mit Patty geht. Je nachdem, wie schnell die da rauskommt. Und wieso ist es schon wieder Nacht? Naja. Muss ich nicht verstehen. Ja, ich bin hier richtig, okay. Hoffentlich ist sie auch da. Natürlich nicht. Okay. Moment, sagst du mir? Patty ist schon weg. Sie sagte, sie sei sehr hungrig. Glaubt ihr, sie ist in ein Restaurant gegangen? Ah ja. Wahrscheinlich muss ich jetzt jedes einzelne Gebiet abklappern, um sie zu finden. Okay, fliegen wir mal zum Restaurant. Mal schauen, was die da sagen. Ob sie dort ist. Ich ahne Schreckliches. Aber ich weiß wohl, welches Restaurant noch gemeint ist. Das müsste wohl dieses Restaurant sein, wo wir die Schnippfähigkeit... Warum kletter ich hier jedes Mal hoch? Schnippfähigkeit bekommen haben. Ihr wisst hoffentlich noch. Vor der Hexen-Nympho, bevor ich in diesen Hexenturm gegangen bin. Okay, wir wollen losfliegen. Komm, Vater Garner, gib alles. Okay. Mal gucken, wie weit das von hier weg ist. Okay, erstmal gucken, wo Burg Sima nochmal war. Da oben, ach du Scheiße. Auch ich darf jetzt nach ganz oben fliegen, okay. Aber mit dieser Stadt dauert das auf jeden Fall länger als mit Mina den Vogel. Naja. Ich würde ja am liebsten jetzt wirklich Mina den Vogel benutzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt diese Stadt überhaupt benutzen muss oder ob ich auch Mina benutzen könnte. Ich benutze jetzt diese Stadt, weil ich sie jetzt so bekommen habe. Aber Mina wäre wirklich wesentlich schneller. Okay, schauen wir mal hier in dieses Restaurant. Und landen mal direkt hier vor. Okay. Und wir sind gelandet. Dann wollen wir mal hoffen wirklich, dass sie dort drin ist. Wenn nicht, dann... Dann fresse ich kein Wesen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich meine, wo soll sie denn sonst sein? Okay, es kommt drauf an, wie lange es her ist, dass sie weggegangen ist. Schauen wir mal. Willkommen im Restaurant zum Lux. Yay. Na, scheinbar ist sie nicht mehr hier. Wir ernähren die Starken, indem wir die Schwachen für die Starken kochen. Das kennen wir doch schon. Patty hat hier gegessen. Ja, sie sagte, dass sie nochmal versuchen will, das Rätsel der Pyramide zu knacken. Ich hab's mir gedacht. Na geil. Okay, auf zur Pyramide. Mal wieder. Och Mann. Jetzt frage ich mich nur, warum geht sie nochmal in die Pyramide? Ich meine, was gibt's da noch zu knacken? Naja, mal schauen. Okay, lass uns losfliegen. Patty, du bist echt bekloppt. Erst geht's ins Restaurant. Nee, Moment. Erst sollen wir sie, bei ihrem Dorf da absuchen. Anders hätten wir ja auch keinen Hinweis erhalten. Och man, dieses Ding fliegt so langsam. Und mit dem Schneckentempo jetzt zur Pyramide zu fliegen, das kann dauern. Naja, auf jeden Fall schon krass, ey. Sowas kenne ich echt schon aus einigen Rollenspielen oder Action-Adventures. Ich bin gerade am überlegen, aus welchen überhaupt. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Oh Gott, da ganz unten hin.
Ach du Scheiße. Moment. Wie schafft ihr das überhaupt über so einen so einen langen Weg so schnell? Patty, du überrascht mich immer wieder. Oh Mann. Naja. Mal schauen, was sie überhaupt aushacken will. Vor allem, wenn die ja auf Alleingang jetzt ist. Ja, jetzt wo Tiger ja sowieso leider tot ist. So, jetzt sind wir hier. Ja, es ist die Höhle der Diebe mit Herr Joker. Das weiß ich auch noch. Okay, das heißt, es muss ich weiter runter? Moment, Karte aufrufen. Ja, ich muss weiter runter. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Einfach nur runterfliegen. Müsste ich auf jeden Fall dabei da sein. Und wenn die in der Pyramide auch nicht ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich frage mich wirklich, wo ich als nächstes hingeschickt werde. Ich kann ja schon mal einen Tipp abgeben. Wo könnte sie als nächstes hingehen? Ich würde sagen Kapitän. Landbar. Oh ne, das geht hier noch nicht. Okay, landen wir hier. Okay, da geht's. Ihr könnt ja auch gerne mal Tipps aufgeben, wo Patty sich als nächstes verkriechen könnte. Ja, ich mache mir auch keine Sorgen um Vater Garner. Noch nicht. Okay. Versuchen wir mal in der Pyramide unser Glück. Sofern wir da mehr Glück haben. Mann, die Diebin ist aber echt schrecklich. Die versteckt sich nur. Und wir müssen sie jedes Mal suchen. Okay, habt ihr einen Hinweis? Was? Die Phantom-Diebin Patty? Die hat kürzlich von einem neuen... von einer neuen Stadt gehört. Da ist sie sofort dahin aufgebrochen, um dort die Leute zu bestehlen. Sie ist sehr gewissenhaft und gründlich, was ihren Beruf angeht. Das müsst ihr wissen. Okay, neue Stadt, hä? Jetzt bin ich am Überlegen. Eine neue Stadt. Hier soll es eine neue Stadt geben? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine. Nee. Irgendwie nicht. Naja, vielleicht fällt es mir noch ein. Vielleicht hast du einen tollen Hinweis. Das ist schlecht. Dieser Fall ist zu gefährlich. Okay, du hast keinen tollen Hinweis. Na super, jetzt darf ich eine neue Stadt suchen. Ah, mein Autoangriff geht schneller. Brauchst sowieso nur noch angreifen. Aber Ren sieht irgendwie voll witzig aus in seiner neuen Gestalt. Und dementsprechend stärker ist er, glaube ich, auch. Okay, sprechen wir mal mit dem Typen da oben. Vielleicht weiß der noch irgendwas. Naja. Die Monster hier wollen mich wohl nicht... Die wollen mich wohl davon abhalten. Aber ich glaube, Nina ist auch irgendwie stärker geschworen, jetzt wo sie... ja, durch die Schamanin kombiniert wurde und anders aussieht. Ich finde, so sieht sie wirklich schon toller aus. Gefällt mir wirklich sehr gut, dass sie das so gemacht haben. Puh, ich möchte das Stehen endlich sein lassen. Ach so, du sagst auch nur noch dasselbe. Gut, eine neue Stadt, aber wo ist die? Jetzt bin ich echt am Überlegen, wo ich als nächstes dann gucken soll. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo eine neue Stadt sein soll. Wüsste ich jetzt echt gerade nicht. Unsere Stadt kann es ja nicht sein. Hä? Da bin ich jetzt echt am Überlegen. Welche Stadt könnte neu sein? Was? Also, der sagt auch nur dasselbe. Da ist sie sofort aufgebrochen, um dort die Leute zu bestehen. Eine neue Stadt. Welche Stadt kann neu sein? Da bin ich jetzt echt am Grübeln. Wo könnte Patty hinlaufen? Ist möglicherweise die Stadt mit dem Dorf Garte gemeint? Wobei das glaube ich eher weniger. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Eine neue Stadt? Welche Stadt kann neu sein? Ich habe gerade echt keine Ahnung. In unserer Stadt kann sie ja wohl kaum sein. Oder? Hat sie sich hier irgendwo verkrochen? Ne, hier sind nur die Katzen. Naja, vielleicht... vielleicht habe ich hier ja Glück. Ne, hier ist nur der alte Mann, der uns zum Angelplatz führt. Und hier haben wir nix. Okay. Das heißt, ich darf noch ein bisschen weiter die Inseln erkunden. Hier sind nur diese Leute. Okay, das heißt, ich muss wirklich noch ein bisschen weiter um die Welt reisen, um Patty zu finden. Na geil.
Oh Gott, wer hat sich das bloß ausgedacht? Warum Patty? Kann es keinen anderen geben, der es machen kann? Na gut, Leute, dann würde ich sagen, suche ich im nächsten Video noch ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch die Stadt finde oder mir einfällt, wo die Stadt sein könnte. Vielleicht gibt mir auch noch einer einen Hinweis, wo ich diese Stadt finden könnte. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Immer noch auf der Suche nach Patty. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.